Agent Ishma bei einem äußerst taktischen Unboxing. Naja, da müssen wir wohl ganz anschauen. Wow. Sieht fucking schick aus, muss man sagen. Toller Controller, wow. Der ist schon dreckig, toll. Do you feel it? I feel it. Ja, sonst. What is your review? Nice. Ja. Okay. Ich finde den ziemlich geil. Also, der hat jetzt auch nur 10 Euro mehr gekostet als so ein normaler Controller. Irgendwie 55 Euro statt 46 oder sowas. Gibt es bei Amazon und der ist halt A, äußerst schick. Hier, das fühlt sich ziemlich cool an und der hat diesen Gummigrip hinten. Das ist tatsächlich, denke ich mal, ein wirklicher Vorteil und nicht nur so einfach, ja, ist halt schick. Deswegen, habt ihr ein Controller-Problem, dann kauft euch so einen Controller. Ich habe nämlich einen Controller. Daumen hoch! Ja, Daumen hoch, bis er in 2 Monaten dann auch kaputt geht. Hi. Hi. Ich habe gerade nichts Cooles zu sagen. Kommt später vorbei. Wir haben gerade keine Quest für dich. Ich habe keine Quests für dich. Wollen wir hier den Ofen nicht mal anschmeißen? Da ist sogar irgendwie schon Anzünder drin. Können wir heute Abend machen. Vor allem so nasser Anzünder. Ja gut, wir haben auch trockenen und dann trockenes Holz rein, dann wird es schon brennen. Haben wir noch was zu snacken außer Kekse? Ist das Brötchen noch da? Das Brötchen ist noch da. Mache ich mir jetzt ein Brötchen. Komm with me. Plates. Ist das Zupfkuchen? Nee. Nun, wir grüßen Sie, der Herr. Wir sind hier bei der sicken Küche, ja. Und Kochshow. Jetzt Kochshow, genau. Sicken Kochshow. Wir haben uns gar nicht mal den Namen überlegt. Sick Show. Sicken Sick Show. Sick Show Kochshow. Leider herausgestellt, dass unsere unglaublich gute, meisterhafte Arbeit leider getrübt wurde durch einen Umstand und der war das Brot. Das ist eine Nachricht an Golden Toast. Wenn Sie diesen, wo irgendwie nach Hostage, haben noch so einen Schaschlikspieß. Don't make so shitty Brötchen anymore, please. People have to die. Nein, no more dreams have to die. Sehr beschäftigt. Ich perfekt eingefangen habe, wie er so aufs Horn guckt, so. Das ist zu heul. Guck dir das mal an. Controller Gear, Official License, Xbox One, Halo 5, Master Chief Stand. Ist das so ein Bild von einem 3DS-Spiel? Und das nächste Bild ist einfach nur so ein Banner. Okay. Sind die Chilis hot und der Dip ist hot? Was sind Ihre Erwartungen an The Raid? Ah, ich habe keine Ahnung. Mega viel Strawberry. Wir haben noch 2 Soßen, machen wir noch einen. Weil die zweite auch auf dem Tisch steht. Nicht sehr viel Story. Viel Marshall.
hin und wieder etwas Art. Und jetzt hat er meinen Gag geklaut. Ja, tut mir leid. Und sonst, keine Ahnung, ich tippe, ist es asiatisch? Ich glaube schon. Ich sage, es ist asiatisch. Ja. Praktischen Choreos und Chill. Okay. Gut, zur Raid. Und wir haben ungesundes Essen. Mhm. Und Fassbrause. Und alt. Bier. Und Käsetipp, den wir erwärmt haben, damit er besonders tasty ist. Besonders käsig. Das werde ich in anderen Augen ausprobieren. Ist der scharf? Das ist Hot Salsa, nehme ich an. Heiße Scheiße. The Raid. Was macht denn da jetzt so Kraft? Die Spülmaschine. Oh. 2 Stunden später. Wie fanden Sie ihn, den The Raid? Ja. Raid. Very nice. Ich fand ihn irgendwie, Pacing ein bisschen komisch, muss ich sagen. Ja. Also, da hat mir nicht ganz gefallen. Das war ganz, ganz okay, aber ziemlich typisch. Aber die Fights waren schon fresh, ne? Ja. So, Martial Arts gezeigt. Aber, keine Ahnung, ist jetzt keiner, wo ich jetzt sage, der ist jetzt mega krass oder so. Also. Ishma scrollt durch die Netflix-Bibliotheken. Ja, aber jetzt gerade, hier sind anscheinend echt viele Serien, von denen ich nicht gewusst habe, dass sie existieren. Ja, es gibt auch ziemlich viele mediocre Sachen. Die Telefonistinnen zum Beispiel sind jetzt nicht gerade das Highlight der Serienkunst. Du Oldschooler, du Elendiger. Ich bin einfach nur ein charmanter junger Mann, die Mütter stehen. Weil ich mein... Die Mütter stehen auf mich, okay. Milfhammer.